Was neu? Wir da durchkommen? Aber was ist das für ein Sinn, eine zweitürige Leistung machen? Also. Oder für Autos? Für Fahrzeuge, ja. So, Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video. Ja, wie ihr seht, wir sind im Wald und wir suchen ein ganz spannendes Objekt. Eigentlich sind es zwei. Es sind zwei Bunker, die unterirdisch verbunden sein sollen. Und ja, das haben wir so in dieser Form noch nicht gesehen. Ich bin gespannt, was uns erwartet und in diesem Sinne viel Spaß. Hast du hier vorne schon gesehen? Nee, was ist hier? Ein Raum, aber scheiße, so eine Art. Ja, für die Versorgung oder für die. War das eine Art Heizkörper oder ich bin jetzt kein Experte, aber. Sind das irgendwas? Das sind doch irgendwelche Tanks hier oder nicht? Vermutlich mal Wasser oder so, oder? Wahrscheinlich. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Wir sind leider keine Experten in sowas. Aber cool, dass es nur ein Raum ist, ne? Und was genau. Ich witzig finde, ist, es geht wohl auch nur von oben rein, ne? Ja. Also. Außerdem sind dabei Andreas und seine Begleitung. Die kennen dieses Objekt auch noch nicht und die sind ja, fast genauso gespannt wie wir auch. Eigentlich sollte der Bunker zu sein, so wie wir es im Internet gelesen haben, aber ich glaube, Christoph, das sieht so aus, als wenn der hier aufgemacht war wahrscheinlich. Oh ja, guck mal an, alter Schwede. Das ist ein Aufbau. Das muss ja einen tierischen Krach gemacht haben. Das ist ja vorne sogar. Das ist schon cool, ne? Wie ich schon gesagt habe, also es sollen zwei große Bunker sein, die unterirdisch miteinander verbunden sind. Ich glaube, hier in unserem Bundesland einmalig, ne? Also noch nie was davon gehört. Ich habe auch nicht, nur Bilder gesehen bis heute. Es handelt sich hierbei übrigens um zwei Bunker des Typs LP09. Spannend, ne? Ja, dann würde ich sagen, Alter vor Schönheit, oh, Mike. Was ich nicht. Feuerfrei. Ja. Och nö. Christoph, magst du mal die Kamera abnehmen oder was? Das sind wirklich die beiden Bunker, die sind ungefähr verbunden miteinander. Ich sehe den Gang schon bereits. Okay. Der Gang geht darüber. Ist ein also das sind dann keine 100 Meter, ne? Weiß ich nicht. Na, wir werden sehen. Dann gehen wir her die Kamera. Kommt mal mit ins Dunkle. Zumindest riecht es hier schon nach Bomben. Was ist das denn hier, Christoph? Na, ein Vogel. Warte mal. Adula! Also, das ist der angesprochene Gang, der die beiden Bunkeranlagen verbindet. Ja, ich gehe mal jetzt noch nicht weiter, weil wir schauen uns jetzt erstmal den ersten an und danach gehen wir diesen Gang mal bis zum Ende. Andreas hat es jetzt auch endlich hier reingeschafft. Ja, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, ne? Meine Gelenke knacken. Naja, die müssen doch enden. Ja, was ist denn auf? So, Türen sind hier zu, oder was? Auf oben oder unten? Ja, die haben nicht klarkommen. Alles ausprobieren, was geht. Ja, die Beschriftung fehlt. Die wissen nicht, was auf und zu. Und der bewegt sich auch nicht mehr hier. Kann er ja mal nicht am Stärker Schuhe. Dass die jetzt hier als Ganzes gleich rausfällt. Jetzt. Ist der drüben ja. Mit dem Dings drin? Ich weiß auch nicht. Also so drüben Splitter? Ich glaube ja, aber der hat sich ein bisschen bewegt gerade. Ja, ein bisschen. Jetzt fahre ich nicht. Ja. Der hintere noch. Der älteste Typ hier. Der hintere. Was ist denn? Ja, da ist schon mal. Der ist ein Sportgesessen geworden. Irgendwas im Sport ja auch nicht. Ja, ich hab's ja. Muss die Unterhose wahrscheinlich gewechselt werden. Ja. Oh Mensch, das hat sich richtig gelohnt, dieser Arbeitsaufwand. So, nachdem wir jetzt hier die Tür aufbekommen haben, seht ihr, es ist wirklich nur ein kleiner Raum mit so ein bisschen Technik-Überbleibsel.
Weil was schon mal sehr positiv ist, ist halt, der Bunker ist nicht komplett entkernt. Also hier gibt es wirklich noch das ein oder andere Interessante zu sehen. Ja, nein, das und ist so, ja, hier eine kleine Toilette, Standardtoilette solcher Bunkeranlagen. Christoph, ich habe dir jetzt nicht zugehört, was hast du gesagt? Ja, mit dem Zustand, zum Beispiel die Verglasung um die Leuchten rum. Ja. Das haben wir ganz, ganz selten noch. Ja. Ist mir aufgefallen. Ich wurde ganz schön viel rumgemalt schon, ne? Ja, original ist das hier alles nicht. Stimmt. Was steht hier? Beginnen Sie erst mit den Gegenmaßnahmen, wenn alle Ursachen der Umweltverschmutzung erforscht sind. Okay. Ja, was ich davon halten soll, weiß ich auch nicht. Ich glaube auch, das sind keine originalen Wandmalereien. Das ist alles nachträglich hingekritzelt. Gemeinsames Eigentum, gemeinsame Arbeit, gemeinsames Verbrauchen. Hm. Ja, wissen wir Bescheid. Dieser Raum ist jetzt hier zum größten Teil leer und entkernt. Gucken, wie es hier aussieht. Ja. Eigentlich fast genauso. So, Christoph, du hast den Notausstieg gefunden? Ja. Das haben wir hier vorne. Aber der ist zu, da ist ein Brett drauf oder so eine Platte kam aus Holz auf alle Fälle. Kann man reingucken. Okay, ach da. Und der ist zu, ja? Ja. Brauche ich da jetzt nicht mehr reinkriechen? Nö. Das ist, glaube ich, auch der, wo du, den du mir gezeigt hattest, ne? Das kann sein. Der ist auch. Hier auch interessant. Füllung drauf. Ja. Praktisch, ne? Interessant sind auch die ganzen Sprüche, die hier nachträglich an die Wand gekleistert worden sind. Zum Beispiel der hier, das Erhalten der Erde heißt eine Zukunft ohne Technik, denn das Erhalten der Technik heißt eine Zukunft ohne Erde. Ja, was man davon jetzt halten soll, das muss jeder für sich selbst wissen. Den zum Beispiel finde ich persönlich ganz gut. Wenn der Wald stirbt, stirbt der Mensch. Da ist definitiv dann auch was Wahres dran. So, mit dem ersten Bunker sind wir tatsächlich auch schon durch. Es ist ein relativ kleiner. Und ja, jetzt geht es durch diesen Gang dann in einen weiteren Bunker. Und da bin ich auch echt gespannt, was das jetzt hier mit diesem geheimen Gang auf sich hat. Willst du so, Christoph, bist du startklar? Ja. Siehst du auch was? Ja, ich sehe mehr als genug. Also das ist das erste Mal, dass wir jetzt einen Bunker betreten, der mit irgendeinem Gang verbunden ist und dann zu einem anderen führt. Was so. Gegenverkehr? Na denn, was denn? Also ich würde sagen, ich bleibe so und ihr geht einfach an mir vorbei. Warte mal. Sie kürzen das jetzt gerade. Oder wir gehen alle dort wieder hin, ne? Doppelt hält besser. Genau, wie geht's heute zurück? Wie geht's hier zurück? Und dann treffen wir uns nochmal in der Mitte. Hey. Wir müssen hier mal gucken, dass die Rezeptionistin wartet. Richtig. Was? Lass dich einfach überraschen. Immer hereinspaziert. Das ist hier genau wie in dem anderen auch. Das war die Tür, die ich da geöffnet habe. Mensch, der ist ja vom Aufbau, auch hier mit der Toiletten. Der ist neu identisch. Der ist ja 1:1, ne? Da, das ist ja, kennst du einen, kennst du den anderen auch. Ui, was ist das denn? Das ist ein Brettspiel, nicht? Ein Brettspiel? Ja. Schau mal an. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, Freunde, wie schon angenommen, handelt es sich hierbei um die Überreste eines Geocaches.
eines sehr, sehr tollen Geocaches, wenn man sich das mal durchliest, leider Gottes zerstört. Finde ich sehr schade. Es gibt Menschen, die geben sich dafür so viel Mühe, tüfteln an Ideen und ja, dann wird es zerstört. Das finde ich persönlich ist das allerletzte. Man kann hier nochmal schön sehen, wo sich die ganzen Cacher verewigt haben. Das wird dann wohl das große Logbuch gewesen sein. Das ist wirklich schade. Da hat sich einer echt Mühe gegeben. Was ist das hier? Es wurde eine Maus gebastelt. Ja, man hat leider immer solche dabei, die das dann mutwillig zerstören. Wir haben ja früher auch Caches versteckt. Auch an Lost Places, aber da war dasselbe. Caches waren dann irgendwann zerstört, genau wie der Lost Place auch. Weil indirekt hat man ja auch den Standort dann verraten mit dem Geocache. Und ja, mittlerweile haben wir auch gar nicht mehr die Zeit zum Cachen. Vom Aufbau her ist dieser Bunker 1:1 wie der andere auch. Und ja, deshalb, das können wir relativ kurz halten. Ich zeige euch jetzt hier noch mal ein paar schöne Sachen. Und dann können wir dieses Objekt eigentlich auch wieder verlassen. So Freunde, wir sind durch. Wir haben die Bunkeranlage wieder verlassen, werden zurück zum Auto und ja, vielleicht schaffen wir noch eine zweite Location. Schaut euch mal den Kanal von Andreas an, den packe ich in die Videobeschreibung. Der macht ganz tolle Videos, also unbedingt mal reinschauen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.